Willkommen zurück bei Radio FS1A. Unser heutiges Thema ist mehr Männer in Kitas. Dazu haben wir ein paar Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs des Märkischen Kreises in Iserlohn befragt. Wir sprechen jetzt mit Christina aus der BGS über das Thema mehr Männer in Kitas. Hallo Christina. Hallo. Was hältst du davon, mehr Männer in Kitas zu integrieren? Ich finde es sinnvoll, dass nicht nur die Frauen sich dafür interessieren, sondern auch die Männer, weil die Männer und die Frauen sind ja beide gleich und die müssen sich beide auf die Kinder beziehen können. Wieso ist der Beruf des Erziehers wohl für die meisten Männer so uninteressant? Vielleicht, weil sie sich nicht so auf die Kinder beziehen können, sondern sich mehr für andere Berufe interessieren. Und was meinst du, welche Vorteile es deiner Meinung nach hätte, männliche Bezugspersonen in Kitas zu haben? Ja, vielleicht mögen nicht alle Kinder dasselbe, so wie zum Beispiel, dass sie sich auf die Frau beziehen, sondern nur mit dem Mann sprechen wollen. Fallen dir Gründe ein, wieso so wenig Männer in dem Beruf des Erziehers tätig sind? Vielleicht, weil sie nicht wissen, wie es ist, mit Kindern umzugehen oder wie man auf sie eingehen kann. Und wodurch könnte man wohl mehr Männer für den Beruf des Erziehers begeistern? Zum Beispiel sagen, dass sie nicht alleine sind und dass sie ihnen zeigen können, wie wichtig es doch ist, mit männlichen Bezugspersonen in dem Beruf zu sein. Alles klar, danke. Wir sprechen mit Alex aus der Klasse BGTC über das Thema mehr Männer in Kitas. Hallo Alex. Hi, na? Was hältst du von mehr Männern in Kitas? In Kitas? In Kindergärten. Ja, ich finde, da sollten auch mehr Männer rein, also da mehr Männer arbeiten, weil Männer können gut auf Kinder aufpassen. Und die sind sehr zuversichtlich und Okay, nächste Frage. Wieso ist der Beruf des Erziehers wohl für die meisten Männer so uninteressant? Weil sie nicht gerne auf Kinder aufpassen und weil Männer eher so handwerkliche Berufe also haben wollen. Welche Vorteile hätte es deiner Meinung nach, mehr männliche Bezugspersonen in Kitas zu haben? Es hätte Vorteile, das Kind wäre, glaube ich, leiser, weil Kinder fürchten sich mehr fürchten mehr Männer als Frauen. Ja, das wäre eigentlich der Hauptvorteil. Und was meinst du, wodurch könnte man mehr Männer für den Beruf des Erziehers begeistern? Oh, die Frage ist viel zu schwer jetzt. Die kann ich nicht beantworten. Alles klar, danke sehr. Wir sprechen jetzt mit Kenan und Mert aus der HH1C. Hi. Hallo. Kenan. Was hältst du davon, mehr Männer in Kitas zu integrieren? Das wäre perfekt. Warum? Weil dann halt die Jungs da vielleicht besseren Zugang haben zu denen. Mhm. Und Mert, wieso ist der Beruf des Erziehers wohl für die meisten Männer so uninteressant? Weil die Männer sich nicht für Kinder interessieren, wie Frauen, und die sich mit denen nicht zurechtfinden. Welche Vorteile hätte es denn eurer Meinung nach, mehr männliche Bezugspersonen in Kitas zu haben? Kenan? Also, dann hätten die Jungs vielleicht mehr Leute, mit denen die reden können und vielleicht auch mit denen die Fußball spielen können. Mhm. Mert? Ich bin der gleichen Meinung. Wodurch könnte man denn wohl mehr Männer für den Beruf des Erziehers begeistern? Indem man ihre Interessen weckt. Die wären? Ja, zum Beispiel, fragen Sie mich, Kenan, Sport, handwerklich, ja, das war's auch. Keine Ahnung. Alles klar, danke sehr. Wir sprechen jetzt mit Sarah und Lena aus der ITZ2. Hi. Hi. Sarah, ja. Was hältst du davon, mehr Männer in Kitas zu integrieren? Muss nicht sein. Die können, finde ich, jetzt auch nicht wirklich gut erziehen. Da sind Frauen schon besser. Und Lena, warum denkst du, ist der Beruf des Erziehers für die meisten Männer wohl so uninteressant? Ja, ich denke mal wegen dem Geld, weil man da ja schon nicht ganz so viel verdient, ne? Und als Mann möchte man ja schon so seine Familie ernähren können. Mhm. Welche Vorteile hätte es eurer Meinung nach, mehr männliche Bezugspersonen in Kitas zu haben? Sarah? Vorteile? Hätte es deiner Meinung nach Vorteile? Ja, höchstens vielleicht, dass wenn jetzt alleinerziehende Eltern da, also wenn jetzt nur eine Mutter da ist, dass man dann auch irgendwo so eine Vaterrolle mal kennt, aber so. Lena? Ich schließe mich Sarah an. Wodurch könnte man denn wohl den Beruf des Erziehers für Männer interessanter gestalten? Ich weiß nicht, wenn da mehr Bobbycars vielleicht stehen oder so. Ja, mehr Geld. Alles klar, danke sehr.
Wir sprechen jetzt mit Gina, Olivia und Sascha aus der BFS 1b. Gina, was hältst du von mehr Männern in Kitas? Also ich fände das sehr gut, da dann auch die Jungs eine männliche Bezugsperson haben, weil es ja auch jetzt öfter so ist, dass viele Frauen alleinerziehend sind. Ja, ich fände es gut. Sascha, wieso ist der Beruf des Erziehers wohl für die meisten Männer so uninteressant? Ja, ich glaube, dass manche Männer sich erzieherisch nicht für so fähig halten. Außerdem gehört so der Kaffeeklatsch, der zum Beispiel zu Kitas auch gehört, nicht so ganz zu dem, was Männer so anstreben oder tun wollen. Und Olivia, welche Vorteile hätte es deiner Meinung nach, mehr männliche Bezugspersonen in Kitas zu haben? Also ich schließe mich genauso wie an die Gina an. Ich finde, dass heutzutage sehr viele alleinerziehende Mütter gibt und dadurch die Männer die männliche Rolle übernehmen würden, also so im Prinzip der Papa-Ersatz. Mhm. Was meint ihr denn, wodurch man mehr Männer für den Beruf des Erziehers begeistern könnte? Ja, ich glaube einerseits, dass man Männer fördert in diesem Beruf, dass man zum Beispiel auch anbietet, dass Aktionen gemacht werden, die Männer auch interessant finden, was weiß ich, Sport mit den Kindern oder technische Dinge, die Männer halt fördern. Ja, und die Frauen halt nicht so gerne ausüben oder vielleicht gar nicht ausüben können. Eine Gehaltserhöhung? Alles klar, danke sehr. Wir sprechen mit Julian aus der FS2A. Hi. Hi. Julian, was hältst du davon, mehr Männer in Kitas zu integrieren? Ich finde das gut. Wieso? Ich glaube, Männer haben einen ganz anderen Blickwinkel auf ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube nicht so an diese Stereotypen-Einstellungen, Frauen bringen typisch das, Männer bringen typisch das, sondern Männer sehen einfach Dinge aus ganz anderen Blickwinkeln, haben andere Interessen. Und für Pädagogen ganz wichtig ist das männliche Rollenvorbild, das nicht fehlen darf. Was denkst du denn, warum der Beruf des Erziehers für die meisten Männer wohl so uninteressant ist? Ist schon ein klassischer Frauenberuf, denke ich. Weiß nicht, ob es was mit den Möglichkeiten früher zu tun hatte, dass Männer diesen Beruf ergreifen, ob das früher so gegeben war. Es ist halt einerseits, glaube ich, ein finanzieller Aspekt, weil Erzieher verdienen halt nicht viel und im klassischen Familienbild müssen Männer die Familie ernähren und das geht als Erzieher nicht. Ja, was kommt noch dazu? Ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Einstellungssache. Vielleicht hat es etwas mit männlichem Ego zu tun, auch wieder mit männlichem Rollenverständnis. Mann, stark sein, Steine aus dem Berg hauen, Bäume fällen und nicht mit Kindern spielen. Mhm. Vielleicht. Ist okay. Welche Vorteile hätte es deiner Meinung nach, mehr männliche Bezugspersonen für die Kinder in Kitas zu haben? Ich denke, dass es... Also es ist ja so, dass die meiste soziale Entwicklung in den Familien stattfindet. Trotzdem sind Kinder 8 Stunden am Tag in der Kita, manchmal länger, manchmal kürzer. Und auch wenn es zu Hause ein männliches Rollenvorbild gibt, im besten Fall braucht die Kita auch ein männliches Rollenvorbild, weil Kinder lernen vom männlichen Rollenvorbild, finden so ihre Rolle auch in der Gruppe. Ist wichtig, auch so ein bisschen für die Balance in der Arbeit, weil zu viele Frauen auf einem Haufen, das klappt nicht. Ich bin nämlich in der Klasse mit nur Mädchen, das ist gar nicht gut. Und nur Erzieherin ist auch nicht gut. Genauso wie es nicht nur männliche Handwerker geben sollte. Und wodurch könnte man den Beruf des Erziehers für Männer vielleicht interessanter gestalten? Das ist schwierig. Also bei mir ist es durch den Zivildienst passiert. Ich glaube einfach, man sollte jungen Männern und auch Frauen die Möglichkeit geben, sich im sozialen Bereich zu erproben. Wer Lust drauf hat, der wird Lust dran finden und Freude dran finden und das gerne machen und wird sich dann überlegen, Erzieher oder Sozialpädagoge oder Therapeut, und wird dann letztendlich das finden, was er mag. Also einfach die Möglichkeit geben, auszuprobieren. Alles klar, danke. Und damit neigt sich unsere Sendung heute wieder dem Ende zu. Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt, mehr Männer in Kitas. Nun kommen wir zu unserem nächsten Thema. Nach dem neuesten Stand kam heraus, dass zu wenige Männer in Kitas arbeiten. Nur 2,4% des Kindergartenpersonals in ganz Deutschland sind Männer. Um herauszufinden, woran das liegen könnte, haben wir eine Umfrage gestartet, wo wir Männer mit dem Thema Erzieher konfrontiert haben. Auf die Frage, warum es zu wenig Männer in Kindergärten gibt, antworten 45% der Befragten, dass es sich bei dem Beruf Erzieher um einen typischen Frauenberuf handelt, wo Männer nichts verloren haben. 23% der Männer gaben an, dass sie sich mehr für andere Bereiche interessieren, wie zum Beispiel das Handwerk oder einen technischen Bereich. Circa 38% der Befragten sagten aus, dass man als Erzieher zu wenig Geld verdiene. 65% der befragten Männer könnten sich nicht vorstellen, als Erzieher zu arbeiten. Die Männer gaben an, Gründe gegen den
Beruf als Erzieher sein eine zu hohe Lautstärke, viel Stress, kein Interesse an Kindern und wenig Lohn für ihre Arbeit. Trotzdem gibt es auch Männer, die sich bewusst für den Beruf als Erzieher entscheiden würden. Aussagen zufolge macht es auch einigen Männern Spaß, mit Kindern zu arbeiten und ein gutes Vorbild darzustellen. Die Arbeit als Erzieher ist ziemlich abwechslungsreich gestaltet. Hinzu kommt die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, die in jeder Berufsbranche vertreten sein sollten. Zurzeit arbeitet man daran, mehr Männer für den Beruf Erzieher anzuwerben. Nach Aussagen der befragten Männern sollte man den Jungen schon früh zeigen, dass die Arbeit als Erzieher keine Frauensache ist. Zudem mangelt es vielen Männern an Informationen über den Beruf, sodass es sinnvoll wäre, Informationstage oder Projekte zu veranstalten, wo die Jungen und Männer Auskunft über den Beruf Erzieher erhalten können. Ein weiterer Punkt war das niedrige Einkommen, die zu lange unbezahlte Ausbildung und das niedrige Ansehen, was sich aus der Sicht der Männer in Zukunft ändern sollte, damit die Erzieherinnen in Zukunft Verstärkung von männlichen Kollegen erhalten.